Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit dem Audi Quattro aus A2, Ausgabe 10, Walter Reuel. Und ja, da schrauben wir mal an der ganzen, an dem Riementrieb vorne, beziehungsweise an dem Riementrieb für Lichtmaschine, Wasserpumpe und Servopumpe, die alle dort betrieben werden. Ich würde sagen, wir packen mal aus. Wird eine kurze Ausgabe, denke ich mal. Zwar viele Kleinteile, aber nicht sehr, ich sag mal so, aufwendig. Das dürfte eigentlich relativ gut funktionieren. Und ja, wir haben hier verschiedene Riementeile. CND zum Beispiel hier. CND ist die Spannrolle, nennt die sich. Und ja, alles gut. Alles kein Problem. Sieht sehr sauber aus, die Materialien. Hier haben wir noch kleine Schrauben dran. Hier haben wir noch wieder total winzige ALM-Schrauben, ABP-Schrauben. Jetzt sind wir ABM-Schrauben beinahe gesagt. Und ich würde sagen, wir schrauben aber auch gleich mal eine Runde los. Wir haben hier dazu diesen super hammer, mega geilen, coolen, hammermäßig Motor. Ja, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Und als erstes sollten wir diese teilnehmen hier und wird, und zwar habe ich was falsch gemacht oder wie sieht das aus? Da sieht es ganz anders aus. Falsch rum zusammengebaut. Nee, die haben den auf den Kopf gedreht. Na toll. Ich dachte schon, ich habe das Ding hier verkehrt gebaut. Aber die haben den Motor auf den Kopf gedreht. Dann passt er doch schon wieder. Ich habe mich schon gewundert, das hätte ja auch nicht passen können. Also das Ding kommt jetzt erstmal hier, der Riemen. Spanner kommt hier mit drauf. Dann kommt hier der, was ist das, A10. Untere Riemenscheibe 1. Muss man mal gucken, in welche Richtung. Weil wir haben hier zwei, einmal hier etwas kleiner und ein etwas größeres Stück. Da unten Riemenscheibe A1, A10, BB. Mit dem längeren Stück nach außen. Sprich also hierauf. Ne, auch wieder nach unten. Die haben mit unten, die haben den Motor wirklich auf den Kopf gedreht. Was soll denn das? Hätte man auch ein bisschen anders machen können. Gut, dann brauchen wir diese Riemenscheibe. Die kommt hier mit drauf. Und die nächste Riemenscheibe, das ist das Tellerrad, kommt hier mit drauf. So. Ja, so glatt drauf. So. So müsste die raufkommen, genau. Und wird dann mit einer ALM-Schraube verschraubt. Das ist wieder so eine urstypisch kleine Winzschraube. So, das ist natürlich hier runtergerutscht und wird hier einfach mal eine Runde verschraubt. So, damit haben wir das Ding auch fest. Ne, das ist nicht fest. Warum ist das nicht fest? Soll da eigentlich fest sein? Oder habe ich da was verkehrt gedreht? Nochmal abbauen und nochmal nachgucken, was die hier erzählen. Ich glaube, dass die dann zuerst draufkommt, wobei, also, A1, erstmal A10A, dann kommt als nächste 10B. 10B ist die Scheibe, also doch umgekehrt, also 10B kommt drauf und dann kommt die hier mit drauf, eigentlich andersrum, so rum. So müsste die kommen. Ne, die kommt auch so rauf.
bisschen merkwürdig irgendwie zusammen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil das sieht sehr merkwürdig aus, wie denn halt der Riemen da drinnen laufen soll. Also von der Abbildung her ist es genau andersrum. Auf dem Teil hier, das ist ja das untere Rad. Und normalerweise, laut der Abbildung, kommt das so hin. Da ist aber das Loch größer. Bin ich jetzt ein bisschen verdutzt. Aber wie gesagt, das Rad, was wir jetzt hier drauf haben, das hier, das ist 10A. Riemenscheibe 10A, 10B und 10C auf dem Stift an der Vorderseite des Motors in der Öhrbahn heraus. Also musste doch um richtig erstmal so rum. Lange Teil nach außen. Dann kommt die Scheibe hier. Und dann muss die hier mit drauf kommen. Und die kommt eigentlich so rauf. Warum bleibt der Motor jetzt nicht so liegen, wie ich mir vorstelle? Dann hätte ich natürlich. Gut, gucken wir nochmal nach. Weil laut Abbildung ist das so richtig. War das denn halt auch noch? Aber so ist es richtig. Wollen wir hoffen, dass es so passt. Na gut, im Notfall kann man das ja immer noch runter machen. Aber laut Abbildung soll das so halt aussehen, wie das jetzt so aussieht. Aber das kann man hier sehen. Kann man hier sehen, dass hier in diesem, dass es auch so gerade runterläuft, also so ein bisschen angeschrägt drauf läuft. Und so soll es dann halt sein. Gut, dann nehmen wir das mal so hin, wie es ist. So muss das scheinbar funktionieren und gehen dann weiter mit der Schraube. Und zwar brauchen wir jetzt diese beiden Teile. Nächste Riemenscheibe. Gewichtsoptimiert, da die angebohrt ist. Die wird zusammengedrückt. Haben wir. So sieht die aus. Und die wird oben hier aufgesteckt und wird mit einer ABP-Schraube verschraubt. ABP haben wir hier. Wollte gerade sagen, da ist ja viel Loch vorhanden, aber ziemlich dünnes Loch. Genau, hier verschraubt. Lässt sich ja sogar bewegen hier. Ja. Aber wie gesagt, ist nicht so wichtig, weil dreht sich sowieso nicht. So, als nächstes kommt dann Rad hier mit drauf. Und zwar hiermit. Zack, das ist die sogenannte Lüfterrad für die Lichtmaschine, die muss ja auch gekühlt werden. Dann kommt hier der Riemen, das Riementeil wird zusammengesteckt und hiermit rauf und wird dann hier verschraubt und wahrscheinlich mit einer ABP-Schraube. Genau, das ist die letzte, die wir dann davon haben. Und dann sind wir auch mit der Ausgabe 10 schon durch. Relativ einfach.
Genau, so sieht es aus. Einmal hier die untere Riemenscheibe. Guck gerade mal. Naja, so ganz hundertprozentig parallel läuft das auch nicht. Muss man, wenn da mal gucken wollt. Also steht hier ein bisschen weiter vor. Ist hier ein bisschen weiter drinne. Der müsste normalerweise hier rüber laufen. Aber so scheint es auf jeden Fall richtig zu sein. Also normalerweise. Jo, okay. Stutzig jetzt noch ein bisschen. Normalerweise müsste der Riemen hier direkt gerade rüber laufen. Also, dass das so richtig ist. Auf dem Stift, also sieht also so laut Anleitung so entsprechend aus. Dass es so weit absteht, wunderlich. Mal gucken, nicht, dass ich hier irgendwie. Nee, aber es sieht aus. Alles richtig gemacht. Also so, nach dem, was ich hier so jetzt verbaut habe, sehr merkwürdig. Ja. Oder stimmt das hier mit dem nicht überein? Habe ich hier den falschen genommen? Will ich jetzt noch mal gucken, warum das wirklich jetzt so extrem auseinander ist. Wundert mich jetzt wirklich ein bisschen. Wirklich den falschen genommen oder so? Ne, die sind doch komplett ganz anders aufgebaut hier. Das ist alles richtig. Dass das so auseinander steht, hätte ich jetzt aber nicht so gedacht. Gut, dann bauen wir das wieder zusammen. Mal gucken, vielleicht ändere ich da noch was. Also sehr merkwürdig finde ich das Ganze schon, dass das so krass von der Parallelität her auseinander ist. Habe ich jetzt die falsche Schraube? Doch, warte mal, ich habe jetzt hier die falsche Schraube. Die muss es nämlich sein hier. Das passt jetzt. Genau. Nochmal nachchecken. Und die kommt hier oben rauf. Also geht der finde ich ein bisschen merkwürdig. Also hier leuchtet. Normalerweise muss das doch mit der Riemenscheibe übereinstimmen. Hier unten gesteuert. Nee, kann natürlich auch sein, dass die Lichtmaschine hier direkt einzeln angetrieben wird. Ganz genau weiß ich das natürlich jetzt auch nicht mehr. Aber wenn ich mal gucke, versuche ich mal, weil die Nockenwelle wird angetrieben über die Kurbelwelle hier. Weil da läuft die Parallelität richtig. So denke ich das mal. Okay, wenn ich ein Bild finde, blende ich es mit ein und dann schauen wir mal. Ja, okay. Einmal Riementrieb, halbwegs fertig. Also zumindest die Riemenscheiben sind alle dran. Und war eine kurze, schnelle Ausgabe. Mehr gibt es dazu zu nicht sagen. Es gibt natürlich noch einige andere Sachen, die noch zu dem Audi-Motor sind, der ja doch recht robust ist. Hatte ich schon mal erwähnt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Habt vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal. Sag ich tschüss, euer Micha.